So, hallo, liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken. Ich melde mich wieder zurück. Hier ist wieder eure Julia, die spirituelle Anarchistin. Und ja, würde auch sagen, ihr geht soweit gut. Ja, und die lebt zwar ohne Strom, aber muss sagen, ja, es ist so, ich sag mal so, schwierig, manche Sachen. Ja, aber es geht. Ja, also gut. Lebensmittel sind halt vielleicht nicht so lange haltbar, das ist ein bisschen das Problem bei mir. Und die muss halt immer gucken, ja, dass ich halt immer Katzen immer so griffbereit habe. Musik habe ich ja Gott sei Dank mit dem Radio, das habe ich ja schon mal erklärt im vorigen Video. Also von dem her, so weit, so gut. Ja, aber das soll heute auch gar nicht mein Thema sein. Ich möchte mich intensiv in Zukunft auch über so allgemeine globale Fragen mich beschäftigen, also zum Beispiel auch Klimawandel. Ja, ich habe es ja gemerkt, also Rekordhitze war jetzt letzte Woche Mittwoch fast 40 Grad und das im Juni, das ist schon, wo man denkt, boah, da kommt man schon zum Nachdenken. Ja, ist die Welt noch zu retten? Das ist die Frage. Da war ich auch mal wieder Videos machen, aber jetzt nicht mehr so oft, es geht leider nicht mehr so oft. Ihr seht ja, ich filme jetzt auch wieder mit dem Handykamera. Seht ja auch im Hintergrund, ich habe ja hier meine Bücher, also quasi filme quasi, wenn ich mit Handyfilm filme ich dann quasi in einem anderen Raum. Ja. Und ja, wie gesagt, geht ja momentan nicht anders. Aber wenn ich dann filme, dann mir öfters über solche Sachen jetzt auch mal Gedanken machen, Themen machen zu dem Thema. Ja. Klimaerwärmung und Menschheit, zerstört der Menschheit sich selber, Entschuldigung, zerstört sich der Mensch selber, ja, macht sich der Mensch selber kaputt, Überbevölkerung. Und wollen wir das mal auch so ein paar Gedanken zurechtlegen und das auch in einem Video dann vortragen. Heute geht es nochmal speziell auch nochmal eine Buchempfehlung, ein spirituelles Buch. Ich habe jetzt mal wieder, seit langem mal wieder ein super geiles Buch gelesen, wo ich echt dachte, boah, super spirituelles Buch. Es geht um Liebe, es geht um Glück. Ja, wie findet man, wie kommt man zum Glück? Das ist eigentlich so das Hauptthema, eigentlich auch der Spiritualität. Wie werde ich glücklich? Ja, und oder wie werde ich von einem Pechsvogel zum Glückspilz? Also, wie kann ich Glück und Erfolg erlangen? Und das geht es in dem Buch. Und also, es ist gemacht als Liebesgeschichte. Ich sage jetzt mal den Titel. Das Buch heißt Mary, die unbändige göttliche Lebenslust von Ella Kingston. Ja, aber Ella Kingston ist ja keine Autorin, sondern Ella Kingston ist ja quasi so dieser Verein, der sich mit dem Glück beschäftigt. Ja. Also schon lange so Buch, mehr, super Buch mehr gelesen, muss ich echt sagen. Mary, die unbändige göttliche Lebenslust, ich habe es gleich zweimal durchgelesen. Weil ich war auch zeitlang mal wieder depressiv. Also es ist irgendwie bei so Zwillingen anscheinend so. Also man schaut mal vom Himmel hoch jauchzen, dann ist man wieder tot zum Tode betrübt. Und wie gesagt, ich war jetzt auch mal wieder im richtig tiefen Loch, muss ich auch sagen, vor ein paar Wochen. Ja, schon ein paar Wochen her und war ziemlich depressiv. Und ja, aber auf jeden Fall, das Buch hat mir wieder so richtig aufgebaut. Ja, kurze Rede, kurzer Sinn. Um was geht es in dem Buch? Ich lese jetzt vielleicht erstmal dazu erstmal die Rückseite vor. Also, folgendes. Ist es möglich, dass Glück und Unglück kein Zufall sind? Kann ich mein Glück wirklich beeinflussen? Was kann ich dafür tun, dass ich eine vollkommen glückliche Beziehung erlebe? Die romantische und lustvolle Liebesgeschichte dieses Buches wird diese Fragen beantworten. Erleben Sie mit, wie zwei Menschen trotz ihrer Zweifel und Ängste den Weg zur wahren Liebe finden und zu Lieblingskindern des Lebens werden. Erleben Sie einen einfachen und gangbaren Weg, der auch Ihr Leben der Liebe und dem Glück zu eigen kann. Die Lösung für alle Ihre Probleme ist einfach, wenn Sie wissen, wie Sie es anstellen können. Sie werden merken, dass Sie die Welt zum Positiven verändern, wenn Sie sich selbst der Liebe und dem Glück zugewendet haben. Das Schönste und Wertvollste
Was sie für die Welt tun können, ist ihr eigenes Glück und ihre eigene Liebe der gesamten Welt zum Geschenk zu machen. Ja, da gab es auch noch Kommentare zum Buch. Noch nie hat mich ein Buch so tief berührt. Ich habe beim Lesen manchmal gleichzeitig geheult und gelacht. Also ist echt zutreffend. Mari hat alle meine Erwartungen weit übertroffen. Es stimmt, dass einem dieses Buch bereits ein gutes Stück weiterbringt. Ja, spirituell absolut. Mari ist mein absolutes Lieblingsbuch. Also es ist auch sehr bekannt in der spirituellen Bewegung, das Buch. Ja, grob gesagt, um was geht es? Da ist so ein Typ, der heißt Michael. Der will an einem Seminar teilnehmen, ja, in Südspanien. Und da ist also quasi so ein Camp, ja, da treffen sich die ganzen Leute und da soll das Glücksseminar stattfinden, ja. Und der fliegt dann hin und so. Und das ist so eine Bungalow-Anlage, ja. Und das gibt es auch wirklich, also diese Camps, diese Glückscamps gibt es auch wirklich. Und da geht es also darum, dass er ja da ankommt und dann hohe Erwartungen hat und erstmal sie nicht erfüllen will. Er fragt sich dann auch, wo ist der Seminarleiter, wo ist jetzt auch das Seminar? Und also da sieht er bloß Leute, die sich da vergnügen, ja, die anscheinend schon glücklich sind und viele Unternehmungen machen, Ausflüge etc. Ja, aber das ist doch kein Seminar, denkt er sich. Und dann kommt er auch mit jemandem ins Gespräch und ist auch ein bisschen unzufrieden und der erklärt es dann, also der erste Mensch, den er da trifft und so, der erklärt es dann, ja, das ganze Camp ist quasi ein Seminar. Und er wird so auch zur richtigen Zeit die richtigen Leute treffen. Also schon richtig geheimnisvoll. Und in diesem Ella Kingston Camp trifft er dann seine Traumfrau, ja, und mit der unternimmt er auch ein paar Sachen. Und die erzählten dann auch eine geheimnisvolle Geschichte von einem Mari, von einem Wesen aus einer anderen Welt, die quasi auf der Erde inkarniert, um ja, sie zu erfahren, also um Mensch zu werden, ja, um auch sowas zu erfahren, was Probleme sind, ja, weil das Wesen kennt ja dieses, also keine Probleme quasi und muss es dann quasi lernen hier, also quasi auf der Erde. Und das erzählt sie ihm und er verliebt sich halt dann in diese Frau und hört sich auch die Geschichte an, ja, und aber immer wenn die dann mal wieder ein bisschen zurückhaltender war oder so oder mal was anderes gemacht hat, hat er sofort gedacht, oh, die will gar nichts von mir und so. Aber er hat sich ja unsterblich in sie verliebt. Plus er mag gar nicht, dass die Geschichten, die sie erzählt, ja, dass sie eigentlich auf ihn zutreffen, auf den Michael, ja. Und um eigentlich sein Bewusstsein auch zu erweitern, ja. Spannende Liebesgeschichte. Ja, man dachte, mei, du Idiot, jetzt gestehe halt der Liebe und das ist echt. Muss sagen, also spannend, lustig, abenteuerlich, also und vor allem bewusstseinserweiternd. Also wirklich, es geht um Glück, wie man Glück erlangt, wie man durch richtiges Denken, ja, Glück, Erfolg, Liebe erlangt, eine glückliche Beziehung. Und muss sagen, also echt super Buch, ja. Mari, die unbändige göttliche Lebenslust. Echt, also ich bin echt begeistert. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen vorlesen, gerade mal überlegen, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, vielleicht. Ja gut, ich lese mal vielleicht die erste Seite mal kurz so. Verehrte Fluggäste, wir haben soeben unsere Reiseflughöhe verlassen und befinden uns im Landeanflug. Bitte legen Sie Ihre Gurte an und stellen Sie Ihre Sitzlehne aufrecht. Die Temperatur am Flughafen beträgt momentan 25 Grad Celsius. Laut Wetterdienst wird sich auch in den nächsten Tagen an dem strahlend blauen Himmel nichts ändern. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Flug und wünschen Ihnen eine schöne Urlaubszeit. Mir war, als hätte ich 1000 Springmäuse im Bauch. Endlich war es soweit. In wenigen Minuten würde ich im Taxi sitzen, das mich zum Camp bringen würde. Über ein halbes Jahr hatte ich auf diesen Termin warten müssen. Ich, der ich die Ungeduld in Person war. Das Schlimmste aber war, dass ich noch nicht einmal genau wusste, was mich überhaupt erwartete. Ich wusste nur, dass sich mein Leben in den nächsten 4 Wochen total verändern würde. Ja, es war Abend, als ich in der Bungalow-Anlage von Ella Kingston ankam. Ich spürte plötzlich eine seltsame Ruhe in mir aufsteigen. Ich konnte das überhaupt nicht erklären. Die große Aufregung, die vor wenigen Minuten noch in mir gehabt hatte, war wie weggeblasen. Ich hatte das Gefühl, als ob ich nach einer langen Reise wieder nach Hause gekommen wäre. Eine junge Frau, die sie mit dem Namen Romina vorstellte,
empfing mich bei der Anmeldung sehr herzlich. Nachdem wir die Formalitäten erledigt hatten, führte sie mich zu meinem Bungalow. Auf dem Weg dorthin fielen mir einige Leute auf, die frisch verliebt zu sein schienen. Es war immer wieder schön, verliebte Menschen zu begegnen. Ich genoss die gute Stimmung, die von ihnen ausging. Irgendwie gab es mir Hoffnung, vielleicht auch irgendwann das Glück meines Lebens zu finden. In meinem Bungalow gab es drei Schlafzimmer. Eines davon hatte ein eigenes Badezimmer. Die anderen beiden mussten sich ein Bad teilen. Insgesamt wurden hier 4 bis 6 Leute für die Dauer des Camps leben. Am Anfang hatte ich noch etwas Bedenken, das Badezimmer mit jemand Wildfremden zu teilen. Doch bei der Anmeldung machte man mir bewusst, dass die Leute aus meinem Bungalow spätestens nach 2 Tagen keine Fremde mehr für mich sein würden. Ich hatte ein Einzelzimmer gebucht. Obwohl es aus finanziellen Gründen für mich besser gewesen wäre, hätte ich mein Zimmer mit einem anderen Mann geteilt. Diese Möglichkeit wählen die meisten Gäste hier. Doch das war mir zu heftig. Ich brauchte immer etwas Zeit, wenn ich Menschen kennenlernte. Ja. Ich war in dieser Hinsicht eher etwas zurückhaltend. Nachdem ich mein Gepäck untergebracht hatte, ging ich noch einmal zurück zu Romina, um mich nach dem Seminarplan zu erkundigen. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich, dass es hier weder Seminare noch Workshops oder sonst etwas Ähnliches gab. Mein erster Gedanke war, dass der Taxifahrer mich zur falschen Bungalow-Anlage gebracht hatte. Romina sagte mir doch, dass dies das Camp von Ella Kingston sei und ich mir keine Sorgen machen solle. Alles sei in Ordnung. Sie erklärte mir, dass dieses Camp sich selbst organisieren würde. Ich würde die richtigen Menschen zur richtigen Zeit automatisch treffen. Ja, also es ist ein bisschen, wie gesagt, geheimnisvoll, das Ganze. Und ja, da findet er dann, ja, ich will nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall, das Camp gibt es ja wirklich, man kann sich da auch anmelden, ja. Und vielleicht hat jemand von euch da vielleicht schon auch mal daran teilgenommen, an so einem Glücksseminar. Wenn ja, könnt ihr mir ja hier unter Kommentare schreiben, was ihr meint, was, ob das vom Preis her, wie das da ist und was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Ja, wäre mal ganz interessant. Ja, steht da die Kontaktadresse hin, so schnell. Da gibt es auch Internetseite www.ella.org. Und dann war da noch die Kontaktadresse. Ja, da Harald Müller, Rehstraße 7, 66701 Beckingen. Ah, okay. Gut. Also, wie gesagt, auf jeden Fall das Buch schon mal, kann ich schon mal wärmstens empfehlen. Ja, solche Bücher gibt es ganz günstig bei eBay. Kann man die kaufen, also wenn man so gebraucht, ist ja egal. Also ja, das wollte ich euch mitteilen, das wollte ich euch mitgeben. Ja, noch ein Buch, vielleicht noch, was ich jetzt gerade lese, was ich auch sehr begeistert bin. Richard Bach, Einssein von Richard Bach. Auch ein sehr spirituelles Buch, muss ich auch sagen. Ich kann mal die Rückseite lesen. Also der hat ja auch die Möwe Jonathan geschrieben, das ist ganz weltberühmt. Einssein ist ein Plädoyer für Humanität, Liebe und Vernunft. Ein Flug nach Los Angeles wird für Richard Bach und seine Frau Leslie zur Reise jenseits von Raum und Zeit. Unterwegs zu neuen Realitäten treffen sie sich selbst als junge Menschen bei ihrer ersten Begegnung wie als altes Paar in anderen Gestalten, in der Vergangenheit wie in der Zukunft. Es wird eine Reise vom Sein zum Einssein, auf der sie erfahren, was Identität und Existenz wirklich sind. Ein Spiel ohne Grenzen, der unzählige, unendliche Möglichkeiten und Erfahrungen. Ja. Also da erzählt er eine krasse Geschichte, wie er mit seinem Flugzeug, da soll er zu einem Treffen gehen mit seiner Frau, fliegt er da mit seinem Flugzeug, der hat so ein Privatflugzeug und das ist auch so ein Amphibienflugzeug, also da kann er quasi auf dem Wasser landen irgendwie so, ja. Auf jeden Fall, da fliegt er dann und kommt dann in andere Dimensionen, ja, und lebt sich dann in der Vergangenheit, in der Zukunft und so weiter und das erweitert halt sein extremes Bewusstsein, also sehr spannend, muss ich sagen, Einssein von Richard Bach, lese ich gerade. Also kann ich euch nur weiterempfehlen. So, jetzt muss ich langsam Schluss machen, sehe ich gerade. Ja, also ich kann immer nur 15 Minuten kann ich filmen. Dann würde ich sagen, dann sieht man sich. Wie gesagt, die Abstände von den Videos sind jetzt halt ein bisschen größer. Jetzt durch keinen Strom, ja, ist klar. Aber ich gucke auf jeden Fall, ja, dass ich mir jetzt, wie gesagt, mit aktuellen auch Weltlage, mit der Welt, mit der Menschheit, wie es jetzt so weitergeht, möchte ich mich da auch nochmal intensiver beschäftigen. Ja, und es kommt auch wieder aus Strahlreisen, also keine Angst. Alles klar, dann wünsche ich euch alles Gute, ja. Genießt den Sommer, ja, und macht es gut und bis bald.